Wir sehen hier das Modell eines Drehtrommel-Schmelzofens. Solche Öfen, das sind Stahltrommeln, die feuerfest ausgekleidet sind, wurden zum Beispiel von der Firma Schmitz und Appelt hier in Langerfeld, Wuppertal, hergestellt und mit Öl oder auch Gas beheizt. Und die beiden Herren Karl Brachelsberg und Ingenieur Wilhelm Drees, sein Betriebsleiter und mein Onkel, haben solche Drehtrommelöfen mit Kohlenstaub beheizt, das heißt ganz feinkörniges, feingliedriges Kohlenstaubpulver wurde als Brennstoff benutzt, mit Luft vermengt, erhitzt und ergab sehr hohe Temperaturen. Das war der Brachelsbergofen, der wegen dieser erreichten hohen Temperaturen in der Lage war, auch Schmelzen herzustellen, die zu ganz feingliedrigen Teilen, zu Schlüsseln und anderen filigranen Kunststücken genutzt werden konnten. Brachelsbergofen war ein Begriff, er war auch geeignet für Stahlformguss und hat sich über viele Jahre bewährt. Das Problem war die Lagerung des Kohlenstaubs. Heute würde man den Kohlenstaub direkt durch Zerkleinern unmittelbar vor dem Brenner herstellen und gar nicht lagern. Das wäre noch eine Überlegung, diese Technik wieder aufleben zu lassen, um die hohen Temperaturen, die man doch erreicht hat, wieder nutzen zu können. Eine andere weit verbreitete Art von Öfen, Schmelzöfen, sind Tiegelöfen. Das sind einzelne Gefäße, die mit Kohle, Koks oder auch mit Öl und Gas und vor allem auch mit Strom beheizt werden. Wir sehen hier das Modell eines Tiegelofens von der Firma Hugo Lahme. Das ist eine Nichteisenmetallgießerei hier in Ennepetal. Eine andere Gießerei, zum Beispiel die Firma Brachelsberg, die Eisen herstellt, Grauguss, Sphäroguss, schmilzt in Elektro-Tiegelöfen. Das ist eine umweltfreundliche Schmelzart, die vor allem auch ermöglicht, verschiedene lose, unterschiedliche Größen von klein bis groß und auch unterschiedliche Legierungen herzustellen. Im Hintergrund sehen wir einen großen Tiegelofen von der Firma Bonse, die früher hier in Ennepetal arbeitete. Der Graphit-Tiegel, der noch eingesetzt wird in den großen Außentiegel, den sehen wir hier links, und auch unsere kleineren Gussteile, die wir an den Tagen der offenen Tür mit den Kindern herstellen, werden aus Schmelzen hergestellt, die in einem flüssiggasbeheizten Tiegelofen hergestellt und erschmolzen werden. So ist es eine Vielzahl. Die Hauptmenge auf der Eisenseite wird aber in Kupolöfen, das sind Schachtöfen, bis hin Kaltwind, Heißwind, sehr leistungsfähige Öfen geschmolzen. Zwei Drittel der gesamten Eisengussmenge wird in solchen Schachtöfen geschmolzen. Eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Metalle flüssig herzustellen und damit die große Beweglichkeit, die das Gießen ermöglicht, auch zu erreichen.